Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute gibt es wieder ein Sammlungsvideo von mir. Diesmal dreht es sich alles um das Gesicht, also um Gesichtsreinigung, Pflege, Abschminken und so weiter. Da möchte ich beginnen mit der Gesichtsreinigung, was ich da alles habe. Genau. Und ich werde euch jetzt die Produkte dann zeigen, so nach und nach. Und zu einigen kann ich vielleicht schon was sagen und zu einigen noch nichts. Genau. Als erstes beginne ich mit Reinigungstüchern. Da mache ich meistens, also wenn ich jetzt Make-up drauf habe, mache ich so eine Grobvorreinigung. Einmal mit Augen-Make-up-Entferner und dann einmal mit so einem Reinigungstüchern. Danach gehe ich dann halt mit einem Waschgel drüber, Reinigungsschaum oder was auch immer. Und dann zum Schluss nochmal mit Gesichtswasser. Genau. Als erstes möchte ich euch jetzt die Reinigungstücher zeigen. So. Von Balea habe ich einmal die Reinigungstücher, also die pflegenden Reinigungstücher in 3 in 1. Das sind welche für trockene Haut und sensible Haut. Genau, ohne Alkohol und Parfüm. Die hatte ich schon mal und die fand ich ganz gut. Und deswegen hatte ich mir die mal wieder nachgekauft gehabt. Dann dreimal von den BB 5 von 1, die blaue Variante. Das ist ja für empfindliche und trockene Haut. Und ja, die finde ich super, deswegen dreimal. Ja, genau. Das waren jetzt die Reinigungstücher. Also 4 Packungen habe ich jetzt noch da. Eine habe ich gerade in Verwendung. Genau, das ist jetzt sozusagen mein Backup. Und ja, dann geht es weiter mit Waschgel oder Waschschaum oder Reinigungsmilch sozusagen. Als Reinigungsmilch habe ich einmal von Garnier Skin Active die Variante mit Rosenwasser. Das ist ja für trockene und sensible Haut. Und ich hatte noch nie eine Reinigungsmilch gehabt und das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Genau, deswegen das einmal. Dann machen wir weiter mit Reinigungsschaum. Da habe ich einmal den von Sebamed. Der sieht so aus. Den hatte ich mal in einer Glossy Young Box. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die so ist. In Zukunft möchte ich auch euch meine Glossy Box vorstellen. Die kommt ja alle 2 Monate, weil das ja so eine Young Beauty Box ist. Genau. So eine. Dann haben wir noch Waschgel. Da habe ich jetzt 3 Stück. Einmal von Balea, das mit Aktivkohle. Sieht so aus. Das ist für normale und Mischhaut. Mal gucken, wie es ist, wie ich es finde. Ja. Vielleicht macht das auch mega viel Dreck. Mal gucken. Dann von Garnier Skin Active das Waschgel mit Aloe Extrakt, also mit Aloe Vera. Kann man nicht reden. Für eine normale Mischhaut. Genau, das Grüne. Und dann habe ich nochmal das regenerierende Waschgel mit Blütenhonig und das für trockene Haut. Ja, genau. Also meine Haut ist dann auch nicht so anspruchsvoll, was es daran geht, ob trockene Haut oder was auch immer. Wenn ich es wirklich nicht vertragen sollte, sortiere ich es aus. Ganz einfach. Genau. Dann geht es weiter zu Gesichtswasser. Da habe ich 4 Stück. Einmal ein kleines von Revel de Loup, das Micellentechnologie Gesichtswasser, das ist also pflegend, mit trockene und sensible Haut ohne Alkohol. So, da sind 50 ml drin, genau. Das hatte ich mal in der Probiergrößenabteilung gekauft, ja. Dann von Isana das Micellen Gesichtswasser von Isana Young. Für normale und Mischhaut ist das. Ja, 200 ml sind hier drin. Bin ich mal gespannt, wie das so ist. Dann habe ich hier noch eins von Neutrogena Hydro Boost. Ja. Mir steht jetzt nicht drauf für. Ne, das steht nur für spürbar geschmeidige Haut. Für welcher Hauttyp steht jetzt hier nicht drauf. Ja, sieht aber so aus. Hatte ich ja auch mal im Set gekauft gehabt mit den Reinigungstüchern und die fand ich auch super. Wären die ein bisschen billiger, würde ich mir die vielleicht auch mal nachkaufen, aber so
Die vom BB sind auch super und die kosten weniger, deswegen werden die nachgekauft. Und dann noch ein Micellenwasser von Alverde. Das ist das Beauty and Fruity Bio Limette und Bio Apfel. Genau. Für normale und Mischhaut. Das hatte ich auch mal in einer Box gehabt und ja. Probiere ich den mal aus. Dann habe ich noch, was jetzt, sag ich mal, so einen Flaschen betrifft, Augen-Make-up-Entferner. Da habe ich jetzt eine kleine Variante von dem Clean & Care Isala. 50 ml, das ist auch wieder so eine kleine Variante. Ich habe den großen jetzt gerade in Angebrauch und den finde ich super. Und den werde ich mir, glaube ich, auch öfters nachkaufen. Genau, so eine kleine. Dann habe ich noch den von Balea. Den zwei Phasen, genau. Den fand ich ja mal ein bisschen, sag ich mal, dass er gebrannt hat beim Abschminken. Ja, mal ausprobieren. Weiß ich noch nicht, ob ich den dann wieder kaufe oder halt die von Isana, weil bei Isana brennt nichts. Und den wollte ich mal ausprobieren als Augen-Make-up-Entferner. Ist zwar eine Riesenpulle mit 400 ml, aber von Garnier Skin Active das Micellenreinigungswasser All-in-One. Genau, waterproof. Ja, das wird mir, glaube ich, eine Weile halten, aber ich bin mal gespannt drauf. Genau. So, dann habe ich hier noch sowas wie Nose Strips und Patches, also Anti-Pickel-Patches. Anti-Pickel-Patches habe ich einmal Balea. Da sind ja 36 Stück drin, da habe ich, glaube ich, erst zwei oder so verwendet von. Dann von Balea die Nose Strips mit Aktivkohle. Da ist jetzt noch einmal drin, also eine Anwendung ist da jetzt noch drin. Und dann von Balea die Clear-Up-Strips noch. Genau, das habe ich dann noch einmal. Ja, dann gehen wir über zu Gesichtspflege, also Gesichtscremes und Masken. Ich mache zuerst die Gesichtscremes. Da habe ich mehrere kleine, die zeige ich euch erstmal. Da habe ich einmal die Variante von Balea Q10. Die Nachtcreme habe ich, glaube ich, noch in Verwendung. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel drin. Die werde ich aufbrauchen und dann kommt die einfach mal zum Gebrauch. Dann hatte ich letztens in der Glossy Box von Barbour. Oder nee, wartet. Nee, die hatte ich in einer Douglas-Bestellung drin. Glaube ich. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen. Vom Barbour. So eine kleine Creme. Hier sind. Wo steht es denn? Steht nicht, wie viel hier drin ist. Na, ich denke mal, nur so 5 oder 10 Gramm sind hier drin. Genau. Die dann einmal. Mal gucken, wie das so ist. Dann von Creme 21 eine kleine, da sind 50 ml drin, ist auch noch zu. Der Duft gefällt mir super von Creme 21 und deswegen die einmal. So eine kleine Variante. Dann habe ich hier noch welche von BB Relaxing Care. Das war ja, oder das ist ja eine Tag- und Nachtcreme für alle Hauttypen. Genau, da habe ich jetzt gerade eine in Verwendung. Ich finde die super. Und ja, ist super. Wie gesagt, so eine Gesichtscreme brauche ich ja ewig, ehe die so aufgebraucht ist. Aber mal gucken. Dann von Rival de Lou Perfect Night. Genau, die einmal. Die hatte ich, glaube ich, entweder in einer Schön für mich Box oder auch in einer Glossy Box drin. Aber ich glaube eher Schön für mich Box. Jawohl. Dann haben wir hier noch so eine Tuben. Ich kann ja mal gucken. Ja. So eine Tuben. Da habe ich jetzt einmal die von Balea Rebalancing Tagescreme für müde und gestresste Haut mit Lichtschutzfaktor. Sieht so aus. Die hatte ich auch in der Box drin gehabt. Ich freue mich über solche Produkte. Also kann man den ja super verwenden. Und ja.
Und auch in der Box von Sevamed so eine Creme, die ist mattierend für unreine Haut. Ja. Ich habe öfters mal Pickel und da ist so eine Creme, glaube ich, nicht schlecht. Dann habe ich jetzt noch zwei. Einmal von Venus. Die Marke gibt es ja auch bei Douglas. Die hätte ich mal von meiner Chefin geschenkt bekommen. Und hier sind 50 Milliliter drin. Ist noch gut verpackt. Und ja, ist für Feuchtigkeit, also genau, eine Feuchtigkeitscreme. Und dann wollte ich mal ausprobieren von L'Oreal Hydra Genius Aloe Water normale Bismuthaut. Genau, die grüne, also mit dem grünen Streifen, genau. Ja. Das waren jetzt meine Gesichtscremes. Also ist auch ein bisschen was, was ausgebracht werden muss. Aber naja. Dann habe ich hier noch, ich verwende nicht jedes Mal eine Gesichtsmaske. Nur meistens so, wenn ich baden gehe oder so, weil die Haut dann schön offen ist und so weiter. Ansonsten verwende ich auch zwischendurch mal so eine Gesichtskapseln. Da habe ich jetzt von Balea das Feuchtigkeitskonzentrat, da sind sie zwei Stück raus, sonst sind da sieben Stück drin. Dann von Isana die Q10 Antifalten, die finde ich auch gut. Und Isana Hydro Booster, da habe ich noch keins draus verwendet. Genau. Aber die von Balea finde ich super und die von Isana die Q10 auch. Genau. So, dann machen wir mal weiter mit den Gesichtsmasken. Da habe ich jetzt einmal noch aus dem Paket hier von L'Oreal, hätte ich mir ja mal bestellt gehabt vor einer Ewigkeit, die Peeling-Maske noch über. Das ist ja die rote Variante. Und die hält mir auch so bis vier, fünf Mal, also vier, fünf Anwendungen. Die anderen hatte ich ja schon mal aufgebraucht gehabt und die fand ich auch super. Weil ich wollte die jetzt mal ausprobieren, bevor ich mir halt die großen Töpfe kaufe. Genau, deswegen hatte ich das mal. Ich glaube, bei Douglas hatte ich das mal bestellt. Oder bei DM. Genau das. Dann habe ich nur noch eine von Garnier Skin Active, die Vulcano Mask. Das ist ja für sichtbare Poren. Von Isana habe ich auch nur eine. Und zwar die Totes Meer Maske. Das ist für normale und unreine Haut. Eine klärende Maske. Die sind da jetzt neu, also neu aufgemacht sozusagen. Dann machen wir gleich mal weiter mit Balea. Da habe ich jetzt, Moment, drei Sachets noch von der Shai Vanilla Maske. Die muss ich sagen, hat mir ein bisschen gebrannt, wo ich die aufgetragen hatte. Mal gucken, wie die anderen so sind noch. Ja. Dann habe ich noch zwei von der Tropical Dream. Also insgesamt vier Anwendungen von der Tropical Dream Maske. Da habe ich noch gar nichts verwendet. Ich weiß auch nicht, wie die ist. Dann zwei von der Melonenmaske. Die finde ich auch super. Die kühlt schön. Also die ist sehr schön im Sommer auf jeden Fall. Genau. Dann gehen wir weiter zu Shavens. Da habe ich jetzt noch zwei von der Superfruit Maske, dann drei Stück von der Winterzaubermaske, die finde ich auch super, super vom Geruch, eine von der reinigenden Detox Maske, die Cooling Maske habe ich auch noch zweimal, also zwei Anwendungen, Kokostraum Maske. Und einmal noch die Totes Meer Maske. Genau. Also ich muss sagen, ich hatte schon mal mehr Masken. Aber in letzter Zeit habe ich bestimmt nicht sehr oft gebraucht. Dann haben wir hier noch von Salt House einmal die Anti-Stress, eine Variante. Da, Anti-Stress. Dann noch zwei Anwendungen von der Meeresalgenmaske, die ist ja für Tiefenreinigung und feinporige Haut und die Totes Meer beruhigende Maske. Genau, auch noch zwei Stück. Dann kommen wir jetzt zu meinen Tuchmasken.
Da hatte ich einmal letztens in der Glossy Box drin von Bio Vegan Skin Food. Das ist die mit Bio Cranberry für normale bis trockene Haut. Genau. Die ist ja relativ teuer. Ich glaube, die kostet 5 Euro oder so, wenn man die jetzt so nachkaufen möchte. Ja. Also da müsste man sich das schon zweimal überlegen, ob die wirklich gut ist dann und ob man das Geld dann gerne mal ausgeben möchte. Dann habe ich noch 3 Tuchmasken. Einmal, also von The Beauty Mask Company. Die gibt es ja neu bei Rossmann. Oder relativ neu. Einmal für Strahlkraft, Pink Grapefruit und Vitamin B3 für müde Haut. Das ist die orangene Variante. Dann habe ich noch Beruhigung und Entspannung, Wassermelone und Aloe Vera für trockene und empfindliche Haut. Das ist die pinke Variante. Und als letztes noch die Feuchtigkeitsboost-Maske, Kokosnusswasser und Kaktus für trockene Haut. Genau. Ja. Ich hatte, es gibt noch eine grüne Variante davon, das ist eine Detox-Maske und die hatte ich jetzt aufgebraucht schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im jetzt im Januar oder im Dezember, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Das Aufgebraucht-Video kommt ja noch für Januar. Und ja, das waren jetzt auf jeden Fall meine Gesichtsreinigungs- und Pflegeprodukte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss!